Mario hier. Willkommen auf meinem Kanal, willkommen auf meiner Schiffsmodellbauwerft. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu USS Constitution. Und zwar möchte ich euch einen kleinen Überblick geben über die Bauphasen 76 und 77. Gemacht ist es eigentlich schon. Ich zeige euch das, denke ich mal, von nahe. Die Bauphase 76 beinhaltet die Nagelbänke. Die wurden hergestellt quasi aus einer 2x4 mm Leiste, wurden auf Länge geschnitten, die Enden abgerundet, Löcher gebohrt. Ja, dafür habe ich hier diese kleinen Mini-Bohrer. Ihr müsst, also wer sowas haben möchte, nur nach Mini-Bohrer suchen. Die sind per USB aufladbar, also sprich direkt am PC, wo ihr bastelt. Also wo ich bastel, kann ich die nämlich auch immer gleich aufladen. Diverse kleine Bohrer. Und wie gesagt, das zeige ich euch dann gleich. Und ich habe die gebeizt, das wird ja auch immer oft gefragt, mit dieser Holzbeize Eiche Mittel. Also ich nehme Eiche Mittel, die gibt es zum Beispiel, also bei uns gibt es sie zum Beispiel im Thunbaumarkt. Natürlich auch im Internet erhältlich, aber wir Achtjährige gehen ja auch gerne mal in den Baumarkt. So, wie gesagt, die Nagelbänke montieren und wir werden in der Bauphase 77, deswegen muss ich da nochmal hinscrollen, in der Bauanleitung, die gibt es natürlich nur als PDF. Ich habe sie, Gott sei Dank, und zwar werden wir eine Galionsgräting montieren und die wird geliefert in Bauphase 77. Sie sieht folgendermaßen aus, jetzt schon, und dort werden Grätinge angepasst und eingeklebt. Dann kommen die beiden Teile hier noch rauf, ne, hier, und dann soll das, ja, jetzt ist das so eine Sache. Jetzt, wie soll das angemalt werden? In der Bauanleitung steht Ocker. Ocker ist, ja, auch gelblich, aber auch, also mein Ocker ist leicht gelblich-bräunlich. Gefiel mir so nicht. In der Bauanleitung ist das sehr, sehr gelb zu sehen. Ich würde fast sagen Zitronen, also richtig fettgelb, richtig leuchtend gelb. Hat mir auf eine Art auch gefallen. Ich hätte auch so ein Gelb gehabt, aber auf eine Art wäre das dann doch ein bisschen zu too much gewesen, zu viel. Dann habe ich Bilder gesucht, habe nicht das Richtige gefunden. Das meiste hier von dieser Galionsgräting wird nachher auch nicht mehr zu sehen sein. Und habe dann nach Originalbildern geschaut, auch so richtig schlüssig wird man sich dann nicht. Dann habe ich andere Modelle gesehen und es geht mehr in das Gelbliche als in das Bräunliche oder gelblich-bräunlich. Und deswegen habe ich mich entschieden, dieses dann zu nehmen. Mein Gelb heißt, habe ich mir mal von Artesania Latina gekauft, Chicure Yellow Nummer 32. Diese habe ich dann genommen und ja, fand ich dann ganz passend. Jetzt kann ich natürlich hier vorne nicht testen, wie das Ganze dann aussieht, weil nicht, dass ich mir da was voll schmiere. Reicht das, wenn mir die Finger schon voll schmiere. Da werden auf jeden Fall mindestens 3 Anstriche nötig sein. Mache ich mir immer Farbe auf dem Deckel. Pinsel in destilliertes Wasser. Jetzt ist es natürlich nicht mehr destilliert. Jetzt ist das verschmutzt mit Gelb. Und dann nehme ich immer diesen feuchten Pinsel quasi und dann taucht den hier so mit in eine Farbe ein, dass es ein bisschen flüssiger wird, das Ganze, und dann bemale ich das. So, jetzt möchte ich euch natürlich noch mal dran teilhaben lassen, wie das Modell dann aussieht oder wie es jetzt auf dem Modell aussieht mit den Nagelbänken. Das heißt, wir kriegen immer mehr Details auf Deck. Ja, mal schauen. Ach, vielleicht, wir machen mal keinen Cut, wenn ihr damit kein Problem habt, dass jetzt ein bisschen Gewitter ist. Und da machen wir die Kamera mal so ein bisschen seitlich und fangen mal vorne an. Ich müsste mir ein höheres Stativ besorgen und sehen hier die Nagelbank hier vorne. Da sind schon ein paar Nägel drinne. Die sind nur reingesteckt, das war nur mal probehalber.
die Nägel, die mit bei sind beim Bausatz, finde ich persönlich gar nicht mal so schlecht. Nein, die finde ich sogar gut. So, dann fahren wir hier einfach mal lang und sehen hier einen einzelnen Schnupsi und dann eine 6er Nagelbank, noch eine 6er, eine 9er. Hier auf der Seite habe ich auch schon einen Belegnagel drin. Und das geht nach hinten immer weiter, bis wir hier am Ende angelangt sind. Das, wie gesagt, so schaut das dann aus. Jetzt können wir ja mal einfach mal schauen. Ich hoffe, das ist trocken. Ich mache das dann doch mal. Hier würde dann die Galionsgräting dann nachher hier raufkommen. Hier oben. Na? Und also ich denke mal, hier kommen nachher Seile durch, um den Bugspriet zu halten und für den Anker. Deswegen sind hier, sind hier die Löcher drin. Das bemale ich jetzt dann weiter. Ach, erstmal machen wir nochmal wieder Gewitter. Die Kameraposition nochmal wieder ein bisschen ändern. Und wie gesagt, jetzt mache ich mit der Galionsgräting weiter, die, ja, wie gesagt, noch weiter bemalt werden muss. Ich kann mir mal noch mal schauen in der Anleitung, wie es danach anschließend weitergeht. Wir werden dann eine weitere Nagelbank anfertigen, auch wieder mit Stützen und so weiter und so fort, wie wir ja schon mal gemacht haben in einer vorangegangenen Ausgabe. Und in Bauphase 79 wird es dann interessant, da kommen dann die Seitentaschen für die Heckgalerie. Ja, das heißt, das wird ein Metall, also werden Metallteile sein, die werden dann vorher grundiert, schwarz angemalt, dann mit Weiß bemalt, das wird natürlich sehr interessant werden. Ja, und so weiter und so fort. Das wird dann in den Bauphasen 79 und 80 passieren. Das ist dann sozusagen eine kleine Vorschau. Und dann wäre das Paket 8 dann quasi auch schon fertig. Was heißt schon? in Paket 9, wir können ja auch mal da eine kleine Vorschau machen. Da geht das dann in der Bauphase 81 dann an die Heckverzierung und dann in der 82 mit dem, da geht es dann los mit dem Steuerrad und so weiter und so fort. Den Galionszieher, also da kommt nachher einiges auf uns zu und dann geht es nachher auch schon los, weitere Sachen fürs Deck. Also ist immer weiter was zu tun. Eine kleine Info nebenbei. Irgendwas, ich habe immer zu das Gefühl, dass ich irgendwas vergessen habe. Ja, man wird älter, dann vergisst man auch was. Ne? Ich habe heute ganz frisch die Info bekommen, mein Paket ist unterwegs. Ich kann ja noch mal schnell in die Sendungsnummer reinschauen. In die Sendungsverfolgung, nicht in die Sendungsnummer. In die Sendungsverfolgung reinschauen. Was der jetzt sagt. Ich hoffe, der sagt was Gutes. Abholung erfolgreich. Das heißt, Abholung bei Frank im Laden erfolgreich. Also, meine San Felipe ist unterwegs. Ja, ich habe nicht die Hoffnung, dass sie morgen da sein wird, aber auf jeden Fall dann nächste Woche. Da könnt ihr euch dann quasi drauf freuen. Dann wird es in der nächsten Woche dann ein Unboxing geben mit der San Felipe und dann werden wir auch schon starten. Ich hoffe, da machen viele, viele von euch mit oder haben es vor und das werden wir dann sehen. Also ihr habt gesehen, ja, es geht weiter mit der USS Constitution. Ich bin nicht ganz hundertprozentig. Ich hatte ja mir vorgenommen, dass ich auch mal gucke, was in meinem Anatomy of Ship steht. Ich kann da nicht ganz das so machen, so wie es dort abgebildet ist. Zum Beispiel, was die Belegnägel angeht, da sieht das dann doch ein bisschen anders aus. Aber wir werden Belegnägel nachher benötigen. Wir werden sie brauchen. Und gezeigt habe ich ja auch noch nicht bei der Reling. Die Relingstützen hatte ich euch ja letztes Mal gezeigt, welche ich genommen habe. Ja, die gibt es hier von Krieg.
habe ich mir ja welche besorgt. Da kommen natürlich noch ein paar mehr von. Und sag mal schnell, da wollte ich ja noch Sternzwirn durchmachen. Den muss ich mir erst noch besorgen, weil ich die Packung, also den ich hatte, weiß ich nicht mehr, wo der ist. Schon so lange her, wo ich die benutzt habe. Und zwar nämlich bei der Gorch Fock. Bei dem Bausatz auch von De Agostini-Okre. Da hatte ich den Sternzwirn auch genommen, weil der ging nämlich wunderbar durch die ganzen Relingstützen. Ja, das habe ich wie gesagt hier auch vor und dann hinterher wird das Garn dann gold bemalt, damit das nachher passend zu dem Modell ist. Ja, liebe Leute, ihr seht, dass ich immer zwischendurch immer weiter bastel an den Schiffen, also zumindest erstmal jetzt an der USS Constitution. Mal gucken, wie weit das geht. Auf jeden Fall dann nächste Woche die San Felipe. Gucken wir mal, ein Schiff, was es gar nicht gab. Also, ich wollte gerade sagen, da schweigen sich alle aus. Nein, ganz im Gegenteil, was ich in diversen Foren gelesen habe und auch vom Internationalen Maritimen Museum. Die hatten das auch mal gepostet, schon ein paar Tage her, ich glaube 2020 oder 2022 auf ihrer Seite bei Facebook. Da haben sie die San Felipe, die Bilder oder den Beitrag habe ich zum Beispiel geteilt auf meiner Mario Schiffsmodellbau-Seite bei Facebook. Und ich habe für die San Felipe, leider hat von euch sich da ja noch keiner bereit erklärt, eine Gruppe aufgemacht und zwar San Felipe Okre und dann nochmal / De Agostini Model Space, weil es dort ja damals seinerzeit einen Partwork-Bausatz gab, ne, einen 12-Monats-Bausatz. Ob es den noch gibt, weiß ich nicht. Aber jetzt, wo es das Komplettpaket gibt, bei Frank mit Mario-Rabatt, brauchen wir natürlich da nicht mehr drüber reden, diesen Abo-Bausatz zu nehmen. Ich habe die PDF-Bauanleitung von diesen 12 Bauphasen und will natürlich, also von den 12 Paketen, von diesen 12 Monatslieferungen, möchte da natürlich, hatte ich euch ja schon so erzählt, auch dann, das so ein bisschen so aufziehen wie ein Partwork-Bausatz. Und dann gucken wir mal, wie wir das hinbekommen. Also wer da gleichzeitig mit starten will, braucht natürlich den Bausatz. Ihr braucht ein bisschen Werkzeuge, habe ich auch mal ein Video gemacht, was man so für Werkzeuge so benötigt, also was ich benötige. Dann braucht ihr ein vernünftiges Brett, ein paar Winkel, damit wir auch eine Helling bauen können. Auch da gab es mal ein Video, ich glaube von Helling für die Peking, hatte ich das glaube ich genannt. Da könnt ihr auch mal so reinschauen, was man da dann so braucht. Und dann werden wir nächste Woche auf jeden Fall starten. Und ich werde jetzt ein bisschen weiter pinseln und dann mal gucken, vielleicht noch die nächste Greting herstellen, damit wir, nicht die nächste Greting, Nagelbank. Apropos Nagelbank, was ist eine Nagelbank? Ich habe das, denke ich, auch mal schon ein paar Mal erzählt, aber es kommen ja immer neue Zuschauer. Herzlich willkommen an die Alteingesessenen und auch natürlich an die neuen Zuschauer. Eine Nagelbank. Da kommt ein Belegnagel rein, habt ihr ja kurz gesehen da, und daran kann man einen Tampen festmachen. Und wenn man jetzt sozusagen dann anschließend mit einem halben Schlag befestigen, damit der nicht mehr wegrutschen kann. Und wenn man dann zum Beispiel das Seil, den Tampen lose haben will, braucht man nur den Belegnagel ziehen und dann hat man quasi das Seil lose. Wie sieht so eine Nagelbank in echt aus? Ich habe ja das Glück, muss ich mal ein bisschen räumen, hier mit dem Zeugs, was ich hier alles so habe, was ich hier alles so ansammelt. Ich habe mal seinerzeit ein Stück Nagelbank bekommen. Das ist schon eine Weile her. Und zwar ein Stück Original von der Passat. Oh, ich habe hier noch einen Tampen drum, den machen wir auch noch mal ab. Und zwar sieht das Ganze so aus. Das hängt aber so an der Seite dran. Ne, hier ist das Loch drin. Und hier kommt dann der Belegnagel rein. Und dann kann man, der guckt natürlich nach unten durch. Und dann kann man den Tampen, ne,
unten festmachen, oben festmachen, unten festmachen und dann, wie gesagt, mit einem halben Schlag befestigen. Das ist, wie gesagt, das habe ich mal bekommen von einem Kollegen, der auf der Werft seinerzeit gearbeitet hat, auf der Flenderwerft, wo die Passat restauriert wurde. Und also fürs Museum in den, ich glaube, in den 80er Jahren. Und das ist, wie gesagt, noch älter dann, dieses Stück Nagelbank. Ob es dann von 1911 ist, weiß ich nicht und wage ich zu bezweifeln, aber ist ja auch egal. das kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen. Hier, dieses Podest ist natürlich daran geschraubt, um das ja so hinstellen zu können. Das ist auch ganz schön schwer, wiegt bestimmt so 8-9 Kilo. Wann das mal reicht, weiß ich nicht. Kann man jetzt schwer schätzen. Aber wie gesagt, das ist ein Stück Nagelbank. Und ich bin in der glücklichen Lage, dass der Kollege, der das damals sich mitnehmen durfte, mir dann vermacht hat, mir geschenkt hat. Und dass ich dann jetzt immer ein Stück originale Nagelbank dann hier habe. Ihr kennt meine Affinität zu den Hamburger Fairmastern und das war, die Passat ist eben einer davon oder ist eine davon. Ja, liebe Leute, jetzt wisst ihr auch, wie ein Stück Nagelbank in echt aussieht. Wenn ihr das mal so richtig sehen wollt, wie das Ganze funktioniert und so, dann kann ich euch nur empfehlen, mal solche Großsegler zu besuchen. Unter anderem die Passat. Kann man jetzt nachher ab März und auch die Peking in Hamburg, also Passat in Lübeck, Peking in Hamburg. Dann gibt es noch diverse andere Schiffe, die Gorch-Fock 1 in Stralsund, die Deutschland in Bremerhaven und so weiter und so fort. Gibt eine Menge Segler, die man sich anschauen kann. Die Alexander von Humboldt in Bremen. Ja, ach, da gibt es noch viel mehr. Auch teilweise bei den Sportbooten, bei den kleinen Seglern, da gibt es auch sowas. Aber eben in der Größenordnung, so wie das auf den Großseglern ist, da kann man sich das natürlich am allerbesten anschauen. Ja, liebe Leute, so, ihr wisst, was eine Nagelbank jetzt ist. Ein Belegnagel, was das ist. Ich habe leider noch keinen Belegnagel bekommen, aber die werden mir was erzählen, wenn ich von einem Großsegler einen mitnehmen würde. Ja, und wie gesagt, die USS Constitution ist weitergegangen. Wir waren bis Ausgabe, jetzt habe ich das wieder vergessen oder verdrängt. Ich glaube, die 76 und 77 haben wir gemacht, ne? Genau, beim letzten Mal haben wir 73 bis 75 und wir haben dieses Mal die 76 und 77 gemacht. Vielen lieben Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das tut auf jeden Fall gerne wieder. Bleibt weiterhin neugierig. Schaut wieder rein, passt auf euch auf. Das Wichtigste natürlich, bleibt gesund. Mir bleibt nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut, ahoi und kick mal wieder in.